1909. Die Schwebefähre Osten wird eingeweiht. Sogar der Kaiser beehrt die Gemeinde Osten durch seine Anwesenheit. Seine Majestät sind schon lange nicht mehr. Dagegen feiert die Schwebefähre ihren 100. Geburtstag. Das Jubiläum wird gebührend gefeiert. Anlässlich eines Festaktes geben sich viele Gäste die Ehre. Delegationen aus Spanien, England, Argentinien und nicht zu vergessen Osterrönnfeld sowie Redner und Zuschauer aus Politik und Wirtschaft sind versammelt, um mit den Ostenern zu feiern. Dann gehört Musik auch mit dazu. Und die große Freude, die uns alle gemeinsam trägt, die große Zahl derer, die sich hier eingefunden haben, um mit uns ein Jahrhundertereignis im wahrsten Sinne des Wortes zu feiern, 100 Jahre Schwebefähre, die haben alle auf dieses Datum lange hingearbeitet. Die Menschen hier in Osten, in der Moor, die gesamte Osterregion, das Osterland, meine Damen und Herren, sie alle haben in den letzten Wochen und Monaten viele, viele Stunden daran gesetzt, um heute eine schöne Feier hier mit uns gemeinsam gestalten zu können. Und so freue ich mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Und ich danke bereits jetzt allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, vor allen Dingen denjenigen, die das ehrenamtlich machen und in ihrer Freizeit die Zeit, das Engagement und die Kraft daran setzen, eine solche schöne Feier zu gestalten. Und ich freue mich auch sehr, und das ist schon ein kleiner Vorwurf auf nachher, meine Damen und Herren, auf die hohe Auszeichnung der Bundesingenieurkammer, die der Schwebefähre später noch zuteil werden soll. Sehr geehrter Herr Fährlemann, lieber Herr McAllister, Herr Klein, verehrter Landrat, verehrte Herren Bürgermeister, Herr Alf, Herr Karstedt, Herr Kammerer, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Festveranstaltung und ich möchte diesen Dank auch mit den herzlichen Grüßen unserer Ministerin verbinden. Frau Ross-Luttmann grüßt Sie herzlich und wünscht unserer Festveranstaltung einen guten Verlauf. 100 Jahre Schwebefähre, heute haben wir ja zwei freudige Ereignisse. 100 Jahre alt werden viele Menschen mittlerweile in unserer Bevölkerung, allerdings Schwebefähren, das ist eine Ausnahme. Denn von den 20 weltweit bestehenden Schwebefähren gibt es mittlerweile nur noch 8. Eine davon in diesem wunderschönen Landkreis. Und ich glaube, es ist eine Freude für Sie und auch eine Attraktion für den Landkreis, dass wir sowas etwas heute feiern können. Mit einem kurzen Blick in die Vergangenheit kann man auch sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir heute gemeinsam zusammenkommen. Denn insgesamt war es ja damals so in den 70er Jahren, dass viele der Schwebefähren abgerissen wurden, durch Brücken ersetzt. Und wenn diese Schwebefähre hier in Cuxhaven nicht zwei Schutzengel gehabt hätte, dann würden wir heute nicht gemeinsam zusammenstehen können. Der erste Schutzengel war die Denkmalschutzbehörde, die ja damals auch noch einmal gesagt hat, hier ist ein technisches Kulturdenkmal entstanden. Und der zweite Schutzengel ist der Förderverein, der seit 1988 unermüdlich kämpft für den Erhalt und auch für die Unterstützung. Dank vereinter Kräfte ist es dann gelungen, im Jahre 2001 noch einmal die Riesenhürde zu überwinden, als die Schwebefähre nämlich noch einmal stillgelegt wurde aufgrund technischer Mängel. Und diese vereinten Kräfte haben auch dazu geführt, dass der Landkreis unendlich viele Anträge, Förderanträge bei Bund, Land und anderen Bereichen gestellt hat. Und dadurch ist es zustande gekommen, dass der Bund noch einmal Fördermittel in Höhe von insgesamt 124.000 Euro bereitgestellt hat. Und das Land Niedersachsen auch nochmal in Höhe von 117.000 Euro. Aber ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn nicht so viele Ehrenamtliche, wenn nicht so viele aus dem Förderverein und so viele andere dazu beigetragen hätten, dass wir weitergemacht haben hier vor Ort, dann würden wir das nicht mehr geschafft haben, 2005 den Betrieb wieder aufzunehmen. Und deshalb will ich der Vollständigkeit halber auch noch das Amt für Landesentwicklung, die Metropolregion Hamburg, aber auch die EWE-Stiftung, die Lotto-Stiftung, die Gemeinde Oste und die Samtgemeinde Herr Mohr noch einmal ganz gemeinsam hier erwähnen, weil ich glaube, nur mit gemeinsamen Kräften war das Ziel zu erreichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen gespannt sein über die Ergebnisse der ab morgen tagenden Weltschwebefähre-Konferenz in Rendsburg und ich kann Ihnen sagen, wir drücken Ihnen von Niedersachsen aus die Daumen, dass wir hier zu einem Titel kommen, aber eins ist heute ja schon sicher, wir können sagen, das zweite freudige Ereignis, das wir heute feiern, nämlich die Auszeichnung der Schwebefähre als historisches Wahrzeichen der Ingenieurkammer, kann man sagen, ist auch hier schon ein Erfolg. Und dazu gratuliere ich im Namen der Landesregierung, wünsche weiterhin alles erdenklich Gute, weiterhin so viel Kraft durch Fördervereine und andere Freunde, die diese Fähre begleiten. Wünsche viel Erfolg und stets gute Fahrt und vor allem aber heute erstmal eine angenehme Festveranstaltung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Gäste, liebe Osner, liebe Weltschwebefährenfreunde aus Argentinien, England, Frankreich, Spanien und unsere Freunde aus Deutschland, Rendsburg, Osterwannfeld, herzlich willkommen hier heute Morgen anlässlich des Festaktes zur Feier des 100-jährigen Geburtstages der Schwebefähre in Osten-Hemmoor. Meine Damen und Herren, ich habe hier heute Morgen die ehrenvolle Aufgabe, im Namen der Bürgermeister der Stadt Hemmoor, Herrn Hans-Wilhelm Saul, und unserem Samtgemeindebürgermeister Herrn Dirk Brauer einen Festvortrag zu halten. Zu diesem Festvortrag habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihn halten darf. Ich möchte aber heute Morgen eine Person noch einmal ganz besonders erwähnen, von denen ich die herzlichsten Grüße hier für die Festveranstaltung übermitteln soll. Das ist unser lieber Ehrenbürgermeister Herr Siegfried Wichmann, der im Moment gesundheitlich sehr angeschlagen ist und diesem Festakt hier heute Morgen leider nicht beiwohnen kann. Also herzliche Grüße von Herrn Siegfried Wichmann. Die Schwebefähre Osten-Hemmoor stammt aus einer Zeit, in der das Transportwesen eine steigende Bedeutung erfuhr. Über Jahrhunderte bestimmten Ebbe und Flut auf der Oste das Tempo des Warenverkehrs. Eile ist noch ein Fremdwort. Die kleinen Frachtschiffe, Ewer zumeist, lassen sich von der Oste tragen. 1896 zählt man auf der Oste ca. 13.000 Schiffspassagen. Segelschiffe mit bis zu 30 Meter hohen Masten. Im Jahr 1882 hält dann die neue Zeit Einzug. Die Eisenbahnlinie Hamburg-Cuxhaven nimmt ihren Betrieb auf. Für Osten, den Handels- und Gerichtsort, liegt die moderne Welt zu allem Unglück auf der anderen Flussseite.
Seit Mitte der 1890er Jahre beschäftigten sich die Kommunalpolitiker der Gemeinde Osten mit dem Plan einer festen Ostequerung. Dies ist nicht einfach. Baulich bestimmt der Schiffsverkehr alle Überlegungen. Eine bewegliche Flussquerung kommt wegen ihrer immensen Kosten nicht in Betracht. Also entscheidet man sich in der Gemeinde Osten nach französischem Vorbild zum Bau einer Schwebefähre über die Oste. In der Zeit ihrer Nutzung als Transportmittel über die Oste, vom 1. Oktober 1909 bis zum 31. Mai 1974, hat sich eine rasante technische Entwicklung vollzogen. Die Motorisierung des Straßenverkehrs schaffte sehr viel weitreichendere Möglichkeiten, Personen und Güter auch über größere Distanzen zu transportieren. Die Folge war ein Verkehrsaufkommen, das dauerhaft nicht mehr von der Schwebefähre bewältigt werden konnte. So war der Brückenbau im Zuge der B495 eine folgerichtige Konsequenz. Die Schwebefähre verlor dadurch aber nicht vollends an Bedeutung, sondern ging 1975 auf Antrag des damaligen Bürgermeisters der Gemeinde Osten, Herrn Siegfried Wichmann, in Zusammenarbeit mit dem damaligen Samtgemeindedirektor Töpper in das Eigentum des damaligen Landkreises Hadeln mit dem Status eines technischen Baudenkmals über. Versehen mit dem Attribut und beeindruckend durch die in der Region einmalige Konstruktionsweise, erlangte die Schwebefähre eine touristische Anziehungskraft, die der Gemeinde Osten Jahr für Jahr Gäste und damit Arbeit und Einkommen bescherten. Jedes Bauwerk bedarf von Zeit zu Zeit einer gründlichen Instandsetzung, die zumeist auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Hat bis zur Stilllegung für den öffentlichen Verkehr am 31. Mai 1974 die Gemeinde Osten bis dahin alle Kosten getragen, mussten mehrere Male die Freunde und Förderer der Schwebefähre alle Kräfte und Überzeugungskraft in die Waagschale werfen, um bei den entsprechenden Stellen die notwendigen Finanzmittel einzuwerben. Besonderer Dank gilt dabei dem unermüdlichen Einsatz der 1975 gegründeten Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten mit ihrem seit der Gründung im Amt befindlichen ersten Vorsitzenden, Herrn Horst Alf. Heute zum 100. Geburtstag der Schwebefähre Osten, Herr Mohr, wie sie seit dem Jahre 2008 offiziell heißt, darf der Schwebefähre mit Optimismus entgegengesehen werden. Der Bekanntheitsgrad ist deutschlandweit enorm gewachsen, was insbesondere den vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Osterland zu verdanken ist, die die Schwebefähre als zentrales Bauwerk und Wahrzeichen in den Mittelpunkt des südlichen Teils der von ihr initiierten deutschen Fährstraße gerückt hat. Eng verknüpft mit den Aktivitäten der AG Osterland sind Auszeichnungen der Schwebefähre als bekanntes und beliebtes Baudenkmal durch verschiedene Medien. Insgeheim hegt wohl jeder Mensch den heimlichen Wunsch, unter der Voraussetzung guter Gesundheit 100 Jahre alt zu werden, auf ein erfülltes Leben zurückzublicken zu können und eine zünftige Feier mit langjährigen Weggefährten erleben zu dürfen. Bei der Schwebefähre werden diese Wünsche in besonderer Weise erfüllt. Sie erfreut sich nach einer umfangreichen Sanierung mit der Neueröffnung im April 2006 bester Gesundheit. Ebenfalls 2006 gingen die Gemeinden Osterrönfeld und Osten eine Gemeindepartnerschaft in Zeiten der Schwebefähren ein. Die Gemeinde Osten veranstaltet seitdem jährlich am Himmelsfahrtswochenende einen sogenannten Fährmarkt. Wurde im Frühjahr diesen Jahres durch die Stadt Hemmoor auf der Hemmoorer Seite der Oste die Infomeile Weltschwebefähren eröffnet, konnte die Gemeinde Osten vor gut 5 Wochen einen Fährinformationsraum, die sogenannte Fährstuf, hier auf Osterseite des Flusses direkt am Fuße der Schwebefähre eröffnen. Ein weiteres Ziel der Gemeinde ist es im Jahre 2010, den historischen Fährplatz im Rahmen der Dorferneuerung auszubauen und gemeinsam mit unseren Schwebefährefreunden aus Argentinien, Frankreich, England und Rendsburg-Osterrönfeld nach dem Vorbild unserer spanischen für den Titel UNESCO-Weltkulturerbe zu arbeiten und diesen zu erlangen. Unser besonderer Dank gilt der Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor, die die Schwebefähre als Familie in liebenswerter Weise betreut und pflegt. Dem Landkreis Cuxhaven als Eigentümer, der seinen Aufgaben und der Verantwortung zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor bis heute immer gerecht geworden ist, und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die an der Vorbereitung und Durchführung dieses tollen Festes beteiligt waren.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Anwesende, begrüßt sind schon alle. Ich darf noch mal hier meine Begrüßung wie folgt gestalten. Ich begrüße natürlich den Landrat als Hausherrn und Besitzer der Schwebepferde und die Frau Staatssekretärin Dr. Christina Havinghorst recht herzlich. Ich grüße alle Mandatsträger von Bund, Land, Kreis und Gemeinden, alle Ehrenamtsträger, die hier anwesend sind, der Vereine, die ihre Pflicht auch an ihrer Stelle überall tun. Meinen herzlichen Gruß gilt Ihnen auch, dass Sie hier der Einladung Folge haben. Ganz besonders begrüße ich natürlich die Ostener. Ich kann nur sagen, dieses Fest, wie es gestaltet worden ist von dem Festausschuss, von den einzelnen Abteilungen, die wir bei uns im Verein gegründet haben, steht auf ganz hohem Niveau. In diesen 4 Tagen erwarten wir 60.000 Besucher. Auch der Stellenwert des Baudenkmals wird da noch weiter hinausgetragen. Und wir hoffen, dass der Segen, der daraus entsteht, hier seinen Niederschlag findet. Wir haben unsere ausländischen Gäste, das freut mich ganz besonders, die alle da sind. Buenos Aires, das sind ein paar Kilometer, wenn wir das auszählen, das geht in die Zigtausende. Und England und Frankreich und Spanien sind hier. Wir selber waren, Jochen und ich waren zu 100 Jahre Feier in Newport, waren wir zugegen. Wir waren in Rochefort und wir waren in Bilbao und wir waren ja auch, wie jeder weiß, Gast der königlichen Familie in Madrid. Alles dies hat dazu geführt, dass wir die Schwebepferden, die letzten 8 weltweit bekannt gemacht haben. Der Erfolg der Spanier, herzliche Gratulation an Spanien, dass sie vor 2 Jahren zum Weltkulturerbe ihre älteste Fähre der Welt, Baujahr 1893 in Bilbao, bekommen haben. Und unser Ziel ist es, Sonnabend in der Sitzung in Osterhonfeld-Rendsburg eine Einigung zu finden, ein Finanzierungskonzept zu finden, um die letzten 7 möglichst noch im Jahr 2014 bis 2015 ebenfalls zum Weltkulturerbe erklären zu lassen. Wir sind auf dem besten Weg. Wir sind auf dem besten Weg und wenn wir weiter so unterstützt werden und wenn wir die Einigkeit behalten, dann ist mir da nicht bang. So, und jetzt bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie mir beim Grußwort um ein Jahr so zugehört haben und wünsche meinen Nachrednern auch, dass sie gute und sinnliche Reden halten und dass wir nach 13 Uhr uns dann besinnen, dass die Ostener Festmeile auf ist und dass dann ein bisschen was verzehrt wird und ein bisschen was ausgegeben wird. Vielen Dank. Auf die Entwicklung und auf die Geschichte der Schwebepferde hier in Osten eingehen. Einige Punkte sind schon angesprochen worden, aber ich glaube, man muss einfach feststellen, dass die zahlreichen Baudenkmale, allein im Gebiet des Landkreises Cuxhaven, sind es rund 900 Objekte, zwar alle als Gebäude auf ein hohes Alter zurückblicken dürfen, aber es handelt sich ausnahmslos nicht um technische Denkmale. Deswegen ist die Schwebepferde für uns etwas ganz Besonderes und tatsächlich, meine Damen und Herren, stellt unsere Jubilarin eine wirkliche Realität dar. Um die Jahrhundertwende wurden weltweit nur ca. 20 Schwebepferden gebaut. Und von diesen Bauwerken konnten, wir haben es schon gehört, leider bisher nur 8 erhalten werden, die in den Ländern Argentinien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und eben in Deutschland zu finden sind und deren Vertreter heute auch hier anwesend sind. Darüber freue ich mich sehr und ich danke allen, die den weiten Weg auf sich genommen haben, für ihr Kommen und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt hier in Osten und vor allen Dingen auch gute Gespräche in Rendsburg beim 3. Treffen des Weltverbandes in wenigen Tagen. Aber der
Landkreis Hadeln hat der 1975 gegründeten Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten dann die Nutzung übertragen und der Verein bemüht sich seither intensiv nicht nur um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit, sondern trägt eben auch dazu bei, die Fähre in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und die maßgebliche touristische Nutzung zu gestalten. So lagen denn auch die Vorbereitungen für diese viertägige Mammutfeier, die wir jetzt beginnen, zu Ehren der Schwebefähre seit etwa einem Jahr, fast ausschließlich nur in den Händen der Mitglieder der Fördergesellschaft und zahlreicher freiwilliger Helfer auf der Ostener und auf der Hemmoorer Seite. Was hier, meine Damen und Herren, für diese Veranstaltung durch den persönlichen und, ich betone es ausdrücklich, ehrenamtlichen Einsatz aller Beteiligten auf die Beine gestellt wurde, verdient wirklich uneingeschränkte Bewunderung und lässt im Übrigen auch deutlich werden, wie wertvoll und wichtig die Fähre für unsere Region geworden ist. Einen ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Alf, an die ganze Mannschaft, an Sie alle, für das, was Sie hier für uns tun. Aus Anlass des 100. Jubiläums haben die Bundesingenieurkammer und die Ingenieurkammer Niedersachsen beschlossen, die Schwebefähre Osten-Hemmoor als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland auszuzeichnen. Mit dieser Auszeichnung ehren wir seit 2007 die Werke früherer Ingenieurgenerationen. Wir wollen damit auch die nachfolgenden Generationen bestärken, mit Mut und Kreativität außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Das Land Niedersachsen kann stolz drauf sein. Seit heute steht Ihre Schwebefähre in einer Reihe mit dem Schiffshebewerk Niederfino, der Göllstahlbrücke im Vogtland, im Stuttgarter Fernsehturm. Wir haben jedem der eben genannten Bauwerke eine Broschüre gewidmet. Der heute erschienene vierte Band unserer Schriftenreihe ist ganz Ihrer Schwebefähre gewidmet. Die Bundesingenieurkammer Berlin und die Ingenieurkammer Hannover haben der Schwebefähre die Bezeichnung historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst verliehen. Diese Tafel wird uns künftig daran erinnern. Darüber wird Majestät sich freuen. Thank you.
Clown Maya. Thank you.
Schuss und der muss sitzen. Hey. Genau!